Danke. Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie aus dem Hotel Intercontinental in Düsseldorf. Wir sind bis jetzt sehr gut behandelt worden. Also wir Künstler, kann ich zumindest sagen. Ihr auch? Ja? Na auch, ja, klar. Und ja, wir sind das erste Mal in diesem Hotel. Wir machen immer so Tourneen und fangen wie jede Dallas-Sendung mit einem Musikstück an. Die Älteren, also ich, du, sie, er, sie, es, kennen ihn alle. Ende der 60s. Mit seinem Erfolgstitel kam er groß raus. Eloise, Eloise, Eloise oder Eloise. Barry Ryan mit Turn Away heute zu Anfang. Thank you, Barry Ryan. Always unvergessen, immer noch beliebt. Zwischendurch war er 15 Jahre Fotograf. Jetzt hat er das Singen wieder angenommen, das Fotografieren aufgegeben. You don't understand me, Barry. That's auch gut so. Yes. Denn wir haben ja, wir sind eine deutsche Talkshow und wir unterhalten uns in unserer Muttersprache. Sie sind doch Mutter, nicht?
extra aus Kassel hier nach Düsseldorf hierher gekommen, ja. Ja, was die Frauen doch für Wege machen, meinetwegen. Wenn meine Frau mal auch mal so einen Weg machen würde, aber wenn ich die zum Kaufmann schicke, geht sie ungern um die Ecke. Ja, dachte, der Spruch kommt besser an. Ja, da schneiden wir später einen dicken Applaus hinter. Doch wir brauchen jetzt wohl keinen Applaus davor zu schalten, wenn ich jetzt einen Mann begrüße, den Sie alle womöglich gar nicht kennen. Aber am besten so tun, als ob, denn er ist gewohnt, also auch in Fußgängerzonen, nicht in der Zone, sondern Fußgänger-DDR, nein, in der Fußgängerzone, also hier meinetwegen in Düsseldorf oder in Köln, wo er wohnt, erkannt zu werden, weil er eigentlich das Gesicht hat, was man sich direkt merkt und dann wieder vergisst und wieder merkt. Und hoffentlich habe ich ihn nicht zu sehr beleidigt. Ich begrüße Max Schautzer. Nein! Ich habe selten einen Kollegen von der Moderatorzunft so nett anmoderiert wie dich heute. Und es hat mir auch sehr viel Mühe gemacht. Und die Leute finden das ganz großartig, wie ich mich so artikuliere. Du auch? Ja, ich fand es ganz toll. Ja, ich habe dich gar nicht wiedererkannt. Ja. Sag mal eins, erkannt zu werden, ist das für dich ein Problem? Ist kein Problem, aber hin und wieder wird man nicht nur erkannt, da wird man sogar verwechselt. Das ist mir jetzt in München passiert vor einigen Wochen. Ich komme am Flughafen an, ein Taxifahrer, und in München muss man immer überlegen, steigt man vorne ein im Taxi oder hinten? Vorne mache ich, in München meistens vorne. Ja, in Hamburg hinten, da weiß man, in Hamburg steigt man hinten ein. Weil diese Autos alle ein Luftkissen haben, so ein Airbag. Airbag, ja. Hinten genau. Haben sie keinen Luftsack, aber vorne. Ja. Und du sitzt als Sack, wo sitzt du? Hinten. Nein, ich bin ja nicht der Luftsack, du verstehst mich mal wieder wie immer falsch. Ein Airsack, das ist also, wenn man einen Crash macht, die Münchner Taxifahrer fahren ja immer aufeinander, direkt. Ja, ja. Weil die ja nicht mehr richtig sehen und hören. Und deswegen haben die einen Luftsack, ein Airbag. Und es ist besser, man sitzt vorne, weil man in diesem Sack dann gerettet wird. Und die Frauen, Seabag, oder? Also ich wollte erzählen, wie das war. Ich steige also da hinten ein. Lass die Leute doch erstmal auslachen. Ja, gut, ja. Über so einen billigen Karlauer hat lange keiner mehr geschmunzelt. Ja? Airbag, Seabag, S-Bag. Junge, ist da gut los, alter Mensch. Du bist fast ein Jahr älter als ich und das sieht man auch. Bei dir, ja. Yeah. Mann. Du musst doch deine Pointe loswerden mit der Taxe in München, weißt du? Metaxa. Wenn du Metaxa fährst und in Griechenland also Urlaub machst, fährst Metaxa, kommst auf so einer Souvlaki angebrettert, Sirtaki, ist ein Motorräder. Ja, ja. Was war jetzt eigentlich mit München? Wo waren wir hängen geblieben? Na, ich bin also, haben mich hinten hingesetzt und der Taxifahrer hat also nicht gesprochen. Das ist lang jetzt. Das ist nur kurz. Er hat gesagt, entschuldigen Sie bitte, ich sehe ja keinen Fern, aber sind Sie vielleicht der Peter Alexander? Sag ich, nein, leider nicht. Sagt er, ja, wissen Sie, ich habe ja gesagt, ich sehe keinen Fern. Und dann kommen wir an beim Hotel, ich sage jetzt den Namen nicht, weil da kriegst du ja keine Prozente. Und hat dann so einen Taxischein vom Bayerischen Rundfunk, den brauche ich nur zu unterschreiben, und unterschreibt das. Und dann hat er da das entgegengenommen und schaut auf die unleserliche Unterschrift und sagt er, ja, freilich, ja, das hätte ich wissen müssen. Natürlich, jetzt erkenne ich Sie. Wiederschauen, Michael Schanze, gell? Ja. Okay, wirst du eigentlich viel, du bist ja eigentlich so ein kleiner Saubermann, sagt man immer, so unheimlich nett. Ach, das ist der Max, der ist so nett und der ist überhaupt nicht böse und so. Wie lebt man mit so einem Image, dass man immer nur so ein Softie ist und so nett und kein böses Image hat? Ich bin ja auf der anderen Seite. Es ist schon irgendwie komisch, dass im deutschen Fernsehen heute es besonders herausgestrichen wird, wenn einer nett ist. Das ist auch, glaube ich, schon eine ziemlich aggressive Geschichte, nicht? Wenn einer so nett ist, das ist eine ziemlich aggressive, für viele Journalisten doch eine ziemlich... Das irritiert die. Wenn er nett ist, das irritiert. Ja. Man nennt dich auch den sanften Terroristen in den Redaktionen, weil du doch manchmal, also das letzte Mal war es, glaube ich, 1972, deine Meinung gesagt hast.
Hast ein gutes Gedächtnis, das habe ich dir gesagt. Ja. Nein, nein, aber du sanfter Terrorist, das ist entstanden in der Sendung. Ah, hallo. Muss das jetzt nach vorne sein? Ja, ne? Ja. Wie viele Fässer verkauft ihr so am Abend? Heute vier Fässer. Ihr könnt sechs verschenken, wenn ihr die voll macht. Ja, ich wollte nur sagen, warum du auf sanfter Terrorist kommst. Das war ja alles oder nichts. Alles nichts oder haben wir auch eine Sendung. Ja. Das ist, ihr macht eine Jux-Version. Ja. Wir haben eine Sendung, das ist die Ursendung, alles nichts oder. Und ihr habt dann eine Jux-Version darauf gemacht, alles oder nichts. Aber die haben wir sofort eingestellt. Weil, das Bessere bleibt halt das Leben. Das Original bleibt Leben, ja, genau. Ja. Und was war da? War alles oder nichts? Oder wir was haben, war haben da? Mich als sanften Terroristen bezeichnet, weil ich das, was ich wollte, die Konzepte und die Ideen, die habe ich sanft, aber bestimmt durchgesetzt. Deswegen bin ich zu dem. Hm. Aber du fängst alles irgendwo mit einem Lächeln auf, wie es eigentlich nur Österreicher können. War das jetzt fies? Was ich war das irgendwas gegen die Österreicher? Nein, überhaupt nicht. Wir haben jetzt die ganzen letzten Sendungen von Österreich gemacht. Wir lieben Österreich, wir wollen da wieder hin und wir sind ja auch alles Menschen. Aber die haben Menschen. Dich schließlich wieder rausgelassen. Also sind ja auch alles Menschen irgendwie, oder? Du, irgendeine Heimat muss jeder haben. Du kommst du hast Ostfriesland, ich habe Österreich als Heimat. Du, aber noch schlimmer, Klagenfurt. Das ist nicht so schlimm wie unten aus Ostfriesland, kann man sagen. Klagenfurt, allein schon der Name. Klagenfurt, da bist du geboren. Du warst born. Aber ich bin auch Furt, ich bin auch weg von da. Deswegen. Ja. 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 Du hast dann eine Deutsche geheiratet? Viel, dass Leute. Nicht Ehe, ja, ja. Was? Die Leute aus dem Osten uns die Mädels wegnehmen hier. Was? War ja wohl so, nicht? Und dann sie, bist du. War umgekehrt, das war umgekehrt. Wenn du sie fragst, ist umgekehrt. Sie hat mich heim ins Reich geholt. Ja, schön Huber lässt grüßen. Heim ins Reich, das sind so Vokabeln, die kenne ich gar nicht mehr. Erzähl ein bisschen von deiner Jugend. Ja. Kann mich nicht erinnern. Ja, du bist doch eigentlich auch ein Kriegskind. Da hat doch irgendwann einer 1939, sprich dein Vater, gesagt, wir schenken dem Führer einen Sohn. Und 1940 wurdest du geboren. Oder wie war das? Oder war das nur war Lust? Irgendwie war. Du musst das doch wissen. Haben wir es damals nur körperlich gesehen? Du, da war Verdunkelung, das hast du auch erlebt. Und es war kalt. Ganz viel, es war kalt, natürlich, ja. Man hatte nur eine Wolldecke. Ja. Wer nimmt sie? Heute ist das anders. Heute fällt der Strom aus in New York und 9 Monate später gibt es dann die Bescherung. Dann manchmal aber auch schon 7 Monate später. Ja, in deinem Fall vielleicht. Das ist eben die Art, die ich an dir mag, dass du privat also doch ganz normal bist. Das ist bei dir genauso, also deswegen mögen wir uns gegenseitig. Ja, privat bin ich manchmal viel lieber, als mein Ruf ist. Ich habe ja so einen schrecklichen Ruf. Wie macht man das jetzt, so ein Saubermann? Du machst doch immer mit dieser schönsten Ansagerin von den schlechten Nachrichten. Ich sage gute Namen. Nein, der Berg, ja. Also, klingt wie ein Hof in Berchtesgaden. Berghof. Dagmar Berghof. Mit der machst du zusammen doch Schlagersendungen. Ja. Und dann seid ihr also in großen Hallen. Wir sind ja hier im intimen Rahmen im Interkonti. Wir sind in großen Hallen, haben höchste Einschaltquoten. Und das alles, obwohl du noch nicht bei uns zu Gast warst. Ja, das ist ja eben, das hängt ja davon ab, ob man überhaupt eingeladen wird, weil die ja nur angepasste, also die auch über 50% der Leute akzeptieren, einladen, so normal. Verstehst du? Verstehst du nicht? Nee. So. Wir machen Präservativumfragen in der Bevölkerung und fragen, wen wollt ihr nicht sehen? Und da bin ich immer ganz oben in den Charts. Und davon lebe ich prima. Ja. 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 Da muss ich dich einladen in Pleiten, Pech und Pannen. Davon lebe ich prima. Ja, was spiele ich denn da? Eine Pech, eine Pleite oder eine Panne?
Du kannst es aussuchen. Also. Wir machen ja viel, aber ihr seid ja nun, wenn ihr bei der ARD Pleiten, Pech und Pannen macht, nehmt ihr ja nur Material, was von RTL ihr... Plus. Ja. Da könntet ihr ja alles senden. Nein, ich meine jetzt... ihr müsst unheimlich suchen, weil ihr ja so perfekt seid und leitet auch manchmal beim ZDF. Aber von uns könntet ihr doch eigentlich alles senden. Ihr könntet doch permanent rund um die Uhr Pleiten, Pech und Pannen einfach RTL... Wir brauchen nur Ansage zu machen und jetzt die Sendung Pleiten, Pech und Pannen. Und dann RTL... schalten wir um zu RTL Plus. Genau. Ja. Ja, warum macht ihr das nicht? Ja, dann hätten wir eine viel höhere Einschlafquote. Ja. Also, aber sag mal, diese unsere Abschaltquote ist immer noch geringer als deine Einschlafquote, glaube ich. Ich glaube, es ist gar nicht mal so wichtig, wie viele Leute sehen, sondern es muss einfach gut sein, was man macht. Das stimmt, ja. Danke, das reicht, sonst nimmt er das noch für sich. Ja. Das kannst du ruhig behalten. Ist für dich Schönheit vielleicht ein Begriff? Wenn ich dich anschaue, schon, ja. Warst du ein hübscher Bub? Man ich heute weiß, so ein bisschen lichter... Nein, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du bist jetzt zum Überleitung zum nächsten Gast. Ach ja, dann ist ja. Toll. Ich habe gehört, du warst... Du bist ja sowas von clever. Das hättest du mir vorher sagen sollen. Das ist Schönheitschirurg. Ja. Und der hat gesagt, es sitzt heute auch jemand von mir da als Reklamation. Also wer ist es nur von uns? Wer ist es jetzt von uns beiden? Entschuldige bitte. Ich weiß nicht, er kommt hier aus Düsseldorf. Ich hatte gestern gedacht, Mensch, lädst du ihn ein. Den haben sie in Talkshows so hops genommen, 2-3 Mal. Weil er Frauen, meistens Frauen, aber vielleicht auch Männer, aber ich würde sagen, wir fragen ihn selbst. Es ist Dr. Axel Neuroth, richtig ausgesprochen? Ja, wie neurotisch, aber ohne ich. Neuroth und dieser Mann verschönert Menschen durch plastische Chirurgie. Wenn er jetzt auch einen Sprachfehler ändern könnte, dann hätte ich diese Ansage besser gemacht. Aber wir begrüßen Dr. Axel Neuroth. Hallo. Grüße Sie, ich werde es nur einmal Herr Dr. Neuroth sagen, dann gehen wir einfach nur noch auf Dr. rüber oder so, ja? Okay. Ist Ihnen das recht? Oder wie möchten Sie angesprochen werden? Also Umweltminister Klaus... Dr. Professor Klaus Zöpfer hat gesagt, du kannst Onkel Klaus mir sagen, so weit gehen wir ja nicht. Nur, dass man irgendeine Form findet, die für alle ein Begriff wird. Es genügt mein Name. Axel. Sie sind hier ganz um die Ecke vom Interconti in Düsseldorf und haben eine Privatklinik. So, nun erzählen Sie mal, was machen Sie da? Im Grunde das ganze Programm der Schönheitschirurgie, das fängt an im Gesichtsbereich mit Lidlifting, mit Facelifting, Profil- und Kinnplastiken. Es geht weiter mit Körperkorrekturen. Axel, das Letzte, was die Leute verstanden haben, war Körperkorrekturen. Richtig. Es gibt also da verschiedene Möglichkeiten. Das beginnt im Bereich der Brust. Haben wir alle? Der eine mehr, der andere weniger. Und daher... Mehr als Max, aber das Männer, die zum Beispiel ganz gerne mal was trinken, Brust, erstmal, was trinken Sie denn, Herr Dr. Axel? Das ist zu lang, denke ich. Wir gehen zum Wein, denke ich. Wein. Wein oder nicht Wein hat auch Shakespeare. Wir trinken Bier, wir trinken so Schüttelbier, Shakespeare und ja. Wein oder nicht Wein, ja, da merkt man gleich, dass Sie Ästhet sind. Wenn Sie den Wein, den Schaum von dem Wein, der hat ja gar keinen, trennen Sie den mit einem Skalpell. Allenfalls beim Bier kann ich mir das vorstellen. Ja. Wir trinken alt und der... Er ist alt. Ja, nein. Ja. Nein, jetzt wir müssen mal näher in ihn eindringen, bevor es hier witzig wird. Herr Dr. Neuroth, Sie haben eine Privatklinik und da kann zum Beispiel eine Frau kommen, die sagt, ich habe eine Hakennase. Ich bin eine weibliche Mai Krüger zum Beispiel. Aber bei einer Frau ist zum Beispiel so, dass die da schwerer mitlebt als Mike, der damit Millionen gemacht hat.
Das ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und Frauen wollen in der Regel schön sein, ebenmäßig sein, während der Mann Profil zeigen soll. Und das kann auch ruhig ein bisschen hässlich sein. Haben Sie auch denn schon mal, damit ein Mann erfolgreich wird, ihn ein bisschen hässlicher gemacht? Nein, aber ich könnte es mir vorstellen, wenn er... Ich hätte hier einen Kandidaten. Nee, nicht der Köbel, sieht mein Gehschleiber, ne? Nein, nein, du siehst gut aus, Junge. Los, sofort reagiert, hat sich angesprochen gefühlt. Wie hoch ist der Prozentsatz zwischen Männern? Der Männeranteil generell bei Schönheitschirurgie, den würde ich zwischen 5% und 15%, je nach Eingriffsgruppe, anordnen. Also 15% Männer gegen den Rest, also 85% Frauen. Legen Sie die zusammen? Es gibt schon mal den Fall, dass Ehepaare sich gleichzeitig operieren lassen. In dem Falle ja. Ich möchte ganz einfach mal wissen, ich glaube, das Psychologische ist sehr wichtig, wenn eine Frau kommt und sagt, ich fühle mich nicht so. Ich möchte anders sein. Nicht, weil sie gesucht wird im Steckbrief oder so, sondern weil sie ganz einfach sagt, ich möchte gerne so eine Nase haben wie Liz Taylor und so ein Kinn wie Joan Collins. Kommen die mit solchen Normalvorstellungen, dass sie sagen, ich möchte so wie so ein Covergirl? Ich würde sagen, in meinem Klientel ist es eigentlich nicht so. Wir haben vielleicht 5%, die solche etwas überzogenen Wünsche äußern, wo sie einfach einen Starlet zeigen oder ein Model, wo ich dann sage, ich muss typengerecht arbeiten können und es geht nicht, dass wir irgendwie nach einer Vorlage jemanden abkupfern. Das geht nicht. Sie haben schon gewisse Vorstellungen, wenn zum Beispiel Sie bauen Silikonkissen in Kinnladen ein. Das tue ich nicht, das tue ich nur im Falle der Brust. Am Kinn arbeite ich... Brustladen. Nein, haben Sie sich mal, sagen Sie den Damen eigentlich, was vielleicht mal ist, wenn Sie 70 sind, wenn Sie da diese Kissen immer noch haben? Oder denken, ja. Ich meine, das ist für mich so eine Frage, die mich also wirklich interessiert. Das ist auch ein wichtiges Thema. Die Brustkissen selbst sind ja, die altern nicht, aber die Hülle, die drüber sich befindet, die Haut, die altert ja sehr wohl. Mit und Sicherheit, damit, ja. Damit, so Tabaksbeutel hinterher. Sagen wir, sie werden vielleicht ein bisschen flacher und treten ein bisschen tiefer. Und das ist völlig natürlich. Ja. Und dann haben Sie diese Silikonkissen. Man kann ja auch Dulikon sagen, wenn man also die persönlich kennt. Die hat man nun da drin. Kann man die dann irgendwann, weil es ja die plastische Chirurgie noch nicht so lange gibt, dann nochmal wieder entfernen, wenn die sagen, ich brauche das Ding nicht mehr, ich bin alleine? Mit der Begründung würde ich es nicht akzeptieren. Aber im Falle eines Bedarfes, wenn eben ältere Modelle entfernt werden müssen, weil sie härter geworden sind. Aber es gibt inzwischen heute moderne Kissen, die mehreren Schichten haben, außen eine netzförmige Polyurethanschicht. Wenn man die einpflanzt, hat man nur noch ein Hundertstel der Gefahren der Verhärtung gegenüber den anderen Alten. Also es wird auch dort weiterentwickelt. Richtig. Haben also etliche, kann man sagen, haben irgendwann mal ihr Gesicht oder ihren Busen oder ihren Po herhalten müssen für Forschungsarbeiten. Das ist so wie der ganzen Technik. Ich glaube, der Mensch muss immer indirekt herhalten. Aber das ist die Frage der Technik, nicht der Medizin in dem Fall. Wie bauen Sie diese Damen psychologisch auf? Dass die, wenn die jetzt rausgehen auf der Straße, anders aussehen, dass die Narben langsam verheilen, dass die in ihrem Umfeld, in ihrem sozialen Umfeld anerkannt werden, dass dieser oder jener dann sagt, hör mal zu, du hast ein anderes Näschen, aber die wenigsten wollen darüber sprechen. Ich glaube, das ist doch eine psychologische Sache, die Sie da angehen müssen. Ja, speziell im Falle von Nasenkorrekturen und im Falle von Brustkorrekturen ist das sehr intensiv der Fall. Man muss die Patientin vorbereiten, dass diese Veränderung auch psychisch verarbeitet werden muss. Wenn dann plötzlich aus einer starken Nase eine schöne, zierliche geworden ist, dann ist im Bekanntenkreis keine Unterstützung so leicht zu finden. Aber ich kann nur aus direktem persönlichen Erleben sagen, dass es eben sehr förderlich ist, die Nase zu korrigieren, wenn jemand darunter leidet. Die Psyche kann wieder gesunden darunter. Noch eins, wenn eine Frau oder ein Mann ja wohl weniger, Sie haben mir vorhin im Vorgespräch gesagt, dass Sie sogar schon mal einem Mann einen Bauch entfernt haben. Also Bierbauch. Normal, wo wir Monate brauchen. Ja.
nächtelang uns die um die Ohren hauen. Wieso schaust du mich jetzt an? Du warst mal dicker Junge, du hattest eine unheimliche dreifache Rolle, als ich dich kennengelernt habe damals. Aber da musste man dich nicht sehen, da warst du noch Hörfunkmoderator. Ja, Sandkasten. Nein, wirklich. Das muss ich Ihnen ja unbedingt noch sagen. Magifix im Glas gibt's auch für Holsteiner Kartoffelgemüse, für China-Gericht, für Spaghetti Bolognese, für Geflügelragout und für Zeckediner Pfanne. Mit Magifix was Tolles zaubern. Das wohl erfolgreichste Auto seiner Klasse. Peugeot 205. Zuverlässig, kompakt. Peugeot 309. Mit dem Gespür für Freiheit und Raum. Peugeot 405. Alle komplett ausgestattet. Drei-Wege-Katalysator serienmäßig. Peugeot im Zeichen des Löwen. Erstaunlich, wie raffiniert der possierliche Seeotter seine Muschelmahlzeit aufklopft. In dem neuen Nachschlagewerk Lebendiges Tierreich können Sie jetzt die faszinierenden Verhaltensweisen der Tiere selbst entdecken. Lebendiges Tierreich zeigt eindrucksvoll die Vielfalt der Arten und ihre Lebensräume in 52 wunderschön gebundenen Ausgaben. Lebendiges Tierreich gibt's alle zwei Wochen neu. Jetzt zum Kennenlernen für 5 Mark. Ein Sammelwerk von Agostini. Wir schreiben das Jahr 1990 und alles wird sich wieder ändern. Die Gesetze werden einfacher, aber keiner blickt mehr durch. Europa wird dicker, dafür wird das Bier dünner. Die Mädchen werden schon überhaupt nicht mehr her. Nur bei McDonald's bleibt Gott sei Dank alles beim Alten. Qualitätsmäßig, servicemäßig und... Wo du gern bist, wenn man gut ist bei McDonald's. Hallo Peter, du isst Kinderriegel? Klar, meine extra Portion Milch. Ich denke, das ist nur was für Kinder. Hier. Zergeht ja richtig auf der Zunge. Ich denke, das ist nur was für Kinder. Naja, für eine extra Portion Milch ist man doch nie zu alt, oder? Kinderriegel, der Schokoriegel für die extra Portion Milch. Salve, salve. Per me cappuccino è il tipico caffè italiano. No, Nescafè presso presso. Nescafè cappuccino. Nescafè presso presso è semplicissimo. Niente macchie. Naturalmente. Acqua bollente. Ecco l'acqua. E si beve cremoso, guardate com'è cremoso, piccolo, forte e nero. Che gusto, che gusto. Italienisch genießen. Cappuccino und Presso Presso von Nescafé. Neu. Magifix in Glas. Mit viel feiner Sahne. Mit einem kräftigen Schuss Weißwein. Mit zarten Champignons. Rahmgeschnetzeltes. Ich nehme Fleisch dazu und Magifix im Glas. Neu. Magifix im Glas. Mit Magifix was Tolles zaubern. Ja, stimmt schon. Ich arbeite am liebsten mit Technikern, die zugleich gute Gestalter sind. Also mit Profis, die echte Spitzenleistungen bringen. Schüco natürlich. Maßgeschneiderte Fenster, Liranden und Fassaden. Schüco International. Fleischwurst von Hertha. Hertha, so einfach sind die kleinen Freuden. Fräulein Wild, müssen Sie denn immer aus der Reihe tanzen? Mutti, der denkt, du wärst ich. Oh, Quatsch. Schon bei dem Body und der Haut? Vererbt sich das? Ja, erben und was tun. Olaf Olas, ich? Das gibt der Haut die Fluids zurück, die sie verliert, schon in deinem Alter. Sie trinkt, sie braucht's. Diese Fluids gleichen denen deiner Haut, das siehst du. Alles weg. Klasse. Jetzt tanzen wir echt aus der Reihe. Ja. Beauty Fluid und Extra Sensitive. Oil of Olas, so wie die junge Haut. Auf
der Karriereleiter nach oben. Unermüdlich landete er immer wieder einen Millionenhit nach dem anderen. Jetzt stürmt er die Charts mit einem neuen starken Auftritt. Ich finde, das ist prima. Kellogg's Cornflakes. Sie haben aber Ihrer Frau mal geholfen. Ja. Ihre Frau hatte einen Unfall und eine deformierte Nase. Richtig. Und dann haben Sie Ihrer Frau geholfen, die sitzt heute auch im Publikum. Und sie hat also durch einen Unfall ihre Nase, wie sagt man, schräg oder... Die war gebrochen und sie ist also eben schlecht verheilt. Und dann hat sie einen Kollegen mal aufgesucht, der hat ihr die Nase in einer Weise korrigiert, dass sie ihr die Persönlichkeit genommen wurde. Das heißt, die Nasenwurzel wurde zu niedrig, die Nasenspitze war unförmig. Sie selbst nannte das entenschnabelförmig und deswegen habe ich auch meine Frau selbst operiert und sie hat heute eine tadellose Nase. Da sitzt sie in der ersten Reihe. Bei uns sitzen sie auch bei RTL in der ersten Reihe. Auch mit ihrer neuen Nase. Gratuliere. Ja, weil vielleicht sehe ich nächstes Mal bei der nächsten Sendung anders aus und Sie erkennen mich nicht wieder. Hätten Sie für mich einen Tipp? Ja, es ist so. Schönheitschirurgie kann man verschieden verstehen. Also im Sinne der Betonung eines Typs. Müsste ich bei Ihnen vorgehen und der Typ ist bei Ihnen in einer gewissen Form etwas asymmetrisch. Und deshalb... Laufe ich krumm oder wie meinst du das? Das müssen Sie mal näher begründen. Ich denke da so an Ihr rechtes Auge. Mein rechtes Augenlid, ich bin ja auch Liedsänger, hängt. Das ist aber das Einzige, was bei mir hängt, wollte ich immer sagen. Und... Es gibt auch Leute, die haben beide Augen so und die gucken dann so und so, die laufen ganz anders, viel gerader als ich. Ich bin natürlich ein großer Typ. Ich bin 1,91 Meter, war ich mal. Wie groß bist du eigentlich? Ach, du stehst ja die ganze Zeit. Ja. Nein, dass man also das andere hätte auch noch runter machen können, hätte man so geguckt. Weil ich glaube, gerade in der Showbranche, es gibt so Figuren da, nicht die schönen, können Sie mir jetzt nicht beide nicht nachempfinden, ich muss das wirklich aus. An wen denkst du denn? Ja, alle eigentlich, alle, die richtig Erfolg haben. Also, so, denk doch mal an damals, er lebt nicht mehr, wie heißt er noch? Feldmann. Marty Feldmann. Der hatte nur ganz schlimme Dinge, die gingen so und so. Und Hallerford lässt die auch manchmal so raustreten, wenn er will, so, also wenn so von hinten so der Druck kommt und so. Dann kann man da so, auf einmal kommen dann so sagen wir mal, sogenannte Glubschaugen raus und so. Und die Leute in Deutschland lachen sich kaputt. Und also, ist der hässlich und so. So möchte ich nicht aussehen, aber er ist ein Sympath. Nun frage ich Sie, darf man überhaupt an einem Menschen arbeiten, um den zu verändern? Ihm sein Ich zu nehmen, wegzuschneiden, aufzupolstern, Bauch abziehen. Wenn ich einen Bierbauch habe, stehe ich dazu, weil ich ja... Wo bleibt denn das nächste Bier? Möchtest du auch noch eins, ja? Ich habe schon 100. Sie trinken ja nur zum Schein. Aber soll man ein Bier wegschneiden? Das soll man aufpolstern. Auf das Bier, was wir jetzt reinkippen... Müsste man sofort absaugen. Kann man können. Sofort mit einer Kanüle, kann hier so weglaufen, ja. In Form von so milchigen Fetten ab in den Kanal. Das stimmt.
Sie haben ja nun jeden Tag zwei Operationen. Sie machen also keinen Massenbetrieb. Sie nehmen sich jeden Tag zwei plastische Operationen vor. Oder eine große. Eine große. Was heißt groß? Große Brüste, kleine Brüste? Nein, groß. Groß wäre zum Beispiel ein kombiniertes Lifting, Gesicht, Hals und die Lider. Machst du das alles auf einmal? Das geht ja in Vollnarkose. Ja, Vollnarkose ist nicht gleich Vollnarkose, muss man hier sagen. Örtliche Vollnarkose. Nein, das nicht. Aber man kann Vollnarkose verschieden steuern, genauso wie man eben Autosicherheitstechnik verschieden haben kann. Und so kann man eben durch Kombination von venösen Weg, also durch die Adern und gleichzeitig über den Beatmungsweg Narkotika zuführen und damit eine geringere Belastung des Körpers schaffen. Das heißt also, gerade in den Schlaf bringen, so weit wie nötig. Also so eine Art Dämmerschlaf. Dämmerschlaf ist was ganz anderes. Das ist ein Beruhigungsmittel kombiniert mit einem Schmerzmittel. Wie sehen die Leute aus, die auf Krankenschein kommen? Bei uns geht das leider nicht, weil wir keine Kassenanerkennung haben. Bist du in der Kasse? Ich bin in der AOK. Ja, das sieht man auch. Entschuldigung. AOK freiwillig versichert. Und das ist ganz dufte. Die haben also mein Kind zur Welt gebracht, meine Frau entbunden und auch das davor. Da war nein, eine Pauschale. Dann, bitte? Eine Pauschale. Eine Pauschale. Und da zahle ich so zwischen 500 und 600 Mark im Monat und die gebären meine Kinder und so. Übernehmen alles, die Schule und so. Auch die Vaterschaft. Also, Entschuldigung. Hast du den größeren Lacher dabei? Ja. War wohl nichts. Kannst du schneiden. Du, nein, das ist natürlich so, Max, wenn man also zu sehr überzieht, dann kann es auch keine Vaterschaft geben. Nein, das stimmt nicht. Zu sehr überzieht. Aber im Überziehen ist der Kulimeister. Du verstehst mich nicht, der ist so blöd und versteht nicht, was ich meine. Kuli ist im Überziehen Meister. Hat er das vor allem bei der Kamera vorgemacht? Kuli, das ist einer, der arbeitet für uns. Man nennt ihn unser Kuli. Heute ist es der Köbis, der bringt Bier. Morgen ist es der Kuli. Wie viele Angestellte haben Sie, Herr Doktor? Gegenwärtig 15 in Klinik und Beratung tätig. 15? Ja. Die müssen ja alle knabbern irgendwie, nicht? Jeder will ja so sein Golf haben. Ja, sie wollen muss Geld also schon, da müssen ja schon Umsätze gemacht werden, nicht? Ja, vor allem, wenn es sich wie bei uns um eine moderne, staatlich konzessionierte Klinik handelt, dann muss die Klinik sehr viel an Equipment bieten und das ist bei uns also schon ein Riesenaufwand, 2,2 Millionen an Einrichtung, ohne die Räume. Absauginstrumente. Nicht nur das, dazu gehört ein riesen Notstromaggregat auf dem Dach, dazu gehört alle mögliche Sicherheitstechnik. Arbeiten Sie nicht mit Solarzellen, bei Sonne nur? Ja, das können wir natürlich auch noch machen, aber dann würde es noch teurer, denke ich. Wir operieren nur bei Sonne, seit 3 Wochen hat er nicht mehr operiert. Ja, es gibt Sonne und Sonne. Okay, Sie haben sicher eine moderne Klinik. Wir haben jetzt auch genug geworben für Sie. Ich glaube, wir haben auch genug Frauen, die sich immer noch nicht perfekt fühlen, neugierig gemacht. Ich glaube, unser nächster Gast, der kommt, hat sowas noch nicht nötig, weil es ein sehr junges, hübsches, aufgewecktes Mädel ist aus der Lindenstraße. Dort heißt sie, als ihr Rollenname ist Tanja Schildknecht. Sie heißt aber Sibylle Van Venri. Van Venri. Wie heißt sie? Vauri. Oh, warte, nochmal. Ah, nein! Ah, ja, ja, ich komme. Vauri. Das man kennt dich nur als Schildknecht und nicht als Vauri. Ja, aber einen vor der Sendung zu fragen und es dann trotzdem falsch zu sagen, ist eine Frechheit, ne? Ich muss mir bei so einer Sendung bis zu 5 Namen merken. Ich werde bald... Das ist Wahnsinn. Ich werde bald 49. Oh. Wenn du mal so alt bist, dann wirst du dich an meinem Namen überhaupt nicht mehr erinnern. Das wäre nämlich in 30 Jahren, du bist 19. Richtig, das stimmt. Ja. 19, schöne Nase. Ja? Akzeptabel, ja? Okay. Auf vorne, ja. Hm? Ja. Nase vorn, das ist eine andere Sendung. Du weißt, wo du bist, nicht? Ja. Ja. Das ist Herr Dr. Axel Neuroth, der macht sowas. Der macht Nasen. Mhm. Der hat meine gemacht, der hat Max seine gemacht. Ja, die geht, oder? Ja, der hat mein rechtes Auge liften.
nee, schließen wollen. Das war die Reklamation. Bist du Schauspielerin, bist du zufrieden mit deinem Ambiente? Mit deinem äußeren Ambiente. Also ob ich mich liften lassen will oder was? Nein, bist du noch zufrieden mit dem, manchmal möchte man ja anders aussehen, als man schon ist, zum Beispiel. Ja, aber da würde ich, glaube ich, erstmal zum Maskenbildner gehen, bevor ich zum Schönheitschirurgen gehe. Nee, noch bin ich zufrieden. Ist sowas Ähnliches, bloß bei ihm hält's länger. Ja. Würdest du alles nochmal wieder so angehen wie früher? Ja, ich glaube schon. Ich habe Inge Meisner schon mal gefragt. Ja. Was hat die geantwortet? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich gefragt habe. Das ist auch, bei alten Leuten, da redet man viel aneinander vorbei. Aber bei dir möchte ich halt noch wissen, wo es jetzt so lang geht. Das immer Lindenstraße, das geht doch auf die Nüsse jetzt, ehrlich mal. Ja. Er lässt mich schon wieder nicht antworten. Aber es geht nicht auf die Nüsse, weil sich meine Rolle ja ziemlich verändert hat. Also erst war ich so die Lolita, dann war ich wieder nett, dann war ich mal ein halbes Jahr überhaupt nicht da. Und mittlerweile bin ich halt mit diesem älteren Herrn liiert. Wie geht es weiter? Dürfen wir schon etwas erfahren? Dürfen wir nicht, das ist top secret und darf nicht verraten werden. Ich könnte mir aber vorstellen, wie der Handlungsstrang weitergeht. Ja. Dass der alte Mann auf natürliche Art und Weise verschied. Verschoben wird? Ja. Und du bei der Beerdigung den Pastor, der die Rede hält, schon mal so ein bisschen anguckst? So. Den Pastor hatten wir schon, es geht nicht. Den Pastor, Pfarrer. Pfarrer Diba, Pastor Schuter, Pater Noster. Ja, der hält eine Grabrede und du bist da so mit so einem schwarzen Schleier und guckst schon so ein bisschen rüber, weil du nach neuen Märkten suchst, laut Drehbuch von Geißendörfer. Könnte sein, ja. Ist aber nicht so, nicht? Da wissen wir jetzt schon, wie es nicht weitergeht. Ja, okay, vielleicht jetzt nach der Sendung kann das ja umschreiben. Dann wollen wir das halt auch mal offen lassen, denn wir haben jetzt einen Talkgast. Es ist einer der berühmtesten, wie sagt man, deutschsprachigen, aber auch internationalen Schlagerproduzenten, Textdichter und, wie sagt man, ja, Produzent sagt man, nicht Kommunist, sondern Komponisten. Er sagt ihn, also sein bürgerlicher Name ist nicht so, wie er heißt. Da fragen wir ihn gleich nach. Wir freuen uns auf Jack White. Also nicht Barry White und auch nicht White is the Wind to Manilow, sondern Jack White. Eigentlich kölscher Jung, habe ich gelesen in deiner Info-Bio. Ja, das ist richtig. Ich wurde vor vielen, vielen Jahren in Köln geboren, bin richtig kölscher Jung. Kölscher Jung. Jack White ist nicht nur Schlagerkomponist. Heute hauen sie auf die schöne Maid wieder ganz oben in den Charts jetzt. Nee, ist jetzt ein Remix mit Toni Marshall. Heute hauen wir auf die Pauke und schöne Maid haben sie, heute hauen wir auf die schöne Maid. Ja, ihr schreckt ja eigentlich auch vor nichts mehr zurück, nicht? Seitdem Heino da was eingeleitet hat mit dieser Rap-Mix. Es heißt nicht Rap-Mix, sondern Rap-Mix. Ja? Hast du da mit dran gearbeitet an Heute hauen wir auf die schöne Maid? Sei ehrlich! Natürlich, es war meine Idee. Ich meine, es gibt immer zwei Dinge in diesem Beruf. Die eine Sache ist, die man hat den Mut, selber etwas Neues zu machen und das ist immer wieder sehr, sehr schwer. Oder man verfolgt den Trend und ich muss ja ganz ehrlich sagen, Heino hat es vorgemacht und die Leute haben es angenommen. Da haben wir gedacht, was der Heino kann, warum sollen wir es nicht wenigstens mal probieren? Das denke ich auch so, ja. So sehe ich das auch. Was Heino kann, das können wir schon lange. Ja. Heino wäre ja auch so ein Fall für Sie, Herr Doktor. Ja, da waren wir schon zu viele dran. Nun! Jack, was möchtest du trinken? Ich trinke auch einen Alt. Ein Alt für Jack, wie alt denn? Weit über 40. Jack, weit über 40, ein Alt. Passt zu ihm. Ich finde, Herr Doktor, Sie sollten jetzt auch mitziehen im Alt. Ja? Okay. Der hier, der junge Spund hier, mit ihren 48 oder wie alt sie sein mögen. Junges Ding.
Bist du aufgeregt so ein bisschen? Nein, eigentlich nicht. Warst du schon es mal ist in... nur sehr warm. Ja, warst du schon mal in einer Talkshow, Jack? Ja, ich war schon einige Mal in Talkshows. Und? Bist du ohne Schaden rausgegangen? Ja, bisher ja. Außer heute. Das haben wir heute vor. Ja. Wir müssen eben mal, bevor wir dein Werk vorstellen, er ist nicht nur Schlagerkomponist, Producer, sondern auch Buchautor, wollte ich eben noch ein bisschen wissen, du hast in den 70er Jahren Leute produziert wie Jürgen Markus, Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben, da hast du noch in die Windeln geschissen. Ja, und dann hat er Tanja Berg, Toni Marshall, Schöne Maid und Bora Konstrukta und was ich alles so. Und es war also eigentlich der deutsche Stimmungssong, der so ablief, für die du natürlich auch von manchen Kritikern ein bisschen, wie sagt man so, kritisiert wurde. Sagst du hier, Mitklatsch, Schubidibu, Schubidibu und so weiter? Ja, das ist richtig. Man bezeichnete mich damals als den Klatschmusikproduzenten, weil ich vor allen Dingen mit dem Toni Marshall ja doch einen neuen Sound erfunden hatte, denn wir haben im Studio nicht nur die Live-Claps der Leute da gehabt, sondern ich habe allen Leuten gesagt, bringt Kochtöpfe mit, Löffel, Messergabel, machen richtig Stimmung. Und das wurden dann sehr, sehr große Hits. Einige Leute haben es versucht nachzumachen. Ich habe damit natürlich auch sehr viel Geld verdient. Und du weißt ja, wie es dann so ist in unserem Beruf. Erfolg darf nur so hoch sein, so ist dann ein bisschen zu viel. Hm. Du bist ja nach Amerika gegangen und hast auch in Amerika weiter produziert, amerikanische Sänger, wie zum Beispiel Audrey Lenders, wie... Laura Brennigan vor allen Dingen. Ja, die mit, das war der Titel, you, ja, ja. Das war damals meine erste Produktion in Amerika mit Gloria. Und Gloria, genau, Gloria. Richtig, und hinterher... Tor von Turn und Taxi ist die, ja? Nein, das war Laura Brennigan. Ja, Laura Brennigan, LP in den Charts ganz oben in Amerika. Zweimal eigentlich in Intervallen wieder nach Amerika, wieder nach Berlin gegangen, wieder nach Deutschland, wieder nach Amerika. Zweimal so, bist du ein unruhiger Geist. Kommt es daher, dass du da vielleicht also... die vielen Strandhotels, über die du geschrieben hast, kennengelernt hast, weil du ein unruhiger Geist bist und überhaupt nicht irgendwo, also zu den Nicht-Sesshaften gehörst. Nein, das hat eigentlich ganz, ganz anders angefangen. Das hat vor circa 15 Jahren angefangen, als ich zum ersten Mal über den sogenannten Großen Teich geflogen bin. Und dann ist mir eigentlich das passiert, was laut einer Umfrage immer wieder doch sehr, sehr vielen, das heißt wohl mehr als der Hälfte der Urlauber Jahr für Jahr passiert. Ich bin ein paar Mal wirklich enttäuscht gewesen und ich habe mich wirklich geärgert, dass mir das Reisebüro eben doch das falsche Hotel ausgesucht und das ist mir dann einige Male hintereinander passiert und ich wollte dann selber auf der Welt ein solches Buch finden, nämlich einen objektiven Ratgeber und das gab es nirgendwo und dann bin ich auf die Idee gekommen, dieses Buch selber zu schreiben. Hat ein Buch geschrieben, die, wir müssen es zeigen, weil du sonst nicht gekommen wärst, Führer zu den 100 schönsten Strandhotels der Welt. Hier gibt es zum Beispiel, die dann auch abgebildet sind, Westin Mauna Kea. Ja, das ist das. Mauna Kea. Lumbobal. Club Med Caravelle. Das klingt wie eine Karamelle. Das ist jetzt zum Karneval sehr schön, wenn man so eine Karamelle. Eine Karavelle ist ein Flugzeug. Das ist an der Guadeloupe. Und Windmeer Island in Club Hotel du Cap. Hotel Cipriani und Hotel Augustus und wie die Kaiser alle heißen. Deine 10 Top-Hotels. Von den 10 Top-Hotels, außer dieses Nicht-Strand-Hotel Bühlerhöhe, was ist dein absoluter Traum mit Strand, Jack? Ja, das Hotel gibt es meines Erachtens nicht. Es gibt aus diesen Top 10 schon einige. Es ist wirklich... das so Monarchia elf aus den Top Ten, etwa das, elf Hotels. Das Monarchia Beach Hotel in Hawaii und dann gehe ich auch sehr gerne in den Club Mediterranee nach Guadeloupe oder das Jambi Bay auf Antigua. Das sind schon wirklich ganz, ganz tolle Paradiese. Aber du hast eine Frage eben gestellt, die möchte ich sehr, sehr gerne beantworten. Es hat ja ganz klar geheißen, kann man sich diese Hotels leisten? Ja, die Philosophie dieses Buches ist ja, man hat ja diese vielen, vielen Prospekte, in denen ja nun Millionen Leute, die ja nun alljährlich ans Meer in den Urlaub fahren wollen, nun ihr Hotel aussuchen wollen. Und die Philosophie dieses Buches ist wirklich, dass man sich in meinem Buch, weil ich bin von keinem Menschen bezahlt worden, konnte also ein ehrliches, objektives Buch schreiben, das Hotel aussucht und dann hat man in der Regel Glück und findet es bei diesen vielen Angeboten dieser Touristikunternehmen. Und auf diese Weise kann man ganz normal innerhalb eines Pauschalarrangements in den Urlaub fliegen. Und so gesehen kann sich das der Normalbürger, für den ja dieses Buch mitgeschrieben worden ist, auch auf jeden Fall leisten. Was
haben wir denn in Zukunft von dir zu erwarten, wenn du aufhörst zu schreiben, nicht mehr komponierst und produzierst? Was machst du dann? Immobilien oder so? Nee, also ich muss sagen, dieses Buch habe ich geschrieben. Das wollte ich einfach machen, aber ansonsten bleibt mein Thema die Musik. Du weißt, ich habe den David Hasselhoff zurzeit und das ist für mich Hasselhoff ein ganz, ganz war mal bei uns, das war die Obernummer. Können wir uns daran erinnern? David in Dallas? Ja. Er kommt bald wieder übrigens. Bald wieder nach Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern wir machen ja auch Dallas demnächst, wie ich das mal sagen darf. Für die Zuschauer, wir machen Dallas auf der South Fork Ranch live Ostersamstag. Das ist 1 Uhr mittags in Texas, 20 Uhr in Deutschland, 90 Minuten live von der South Fork Ranch. Wir sind dabei, den David zu kriegen. Du produzierst ihn. Ja. Kannst du ihn uns schon zu 80% versprechen? Also sei lieb zu mir, dann kann ich ja den ziemlich gut versprechen. Ja. Ist wahrscheinlich, kommt er nicht. Ja. Und noch viele andere internationale Stars. Ich muss dazu sagen, du hast eigentlich sehr großes Glück, denn deine Live-Sendung liegt wenige Tage vor seiner Tournee. Er geht also in Deutschland auf ganz große Tournee, die am 19. April anfängt. Und so kann das also im Endeffekt ja auch für ihn eine sehr gute letzte Promotion sein, bevor er nach Deutschland kommt. Ich will ihn nicht als Werbe-August, ich will ihn als Mensch. Ja. Wir sind schon wieder etwas länger, als wir eigentlich wollten. Und ich würde jetzt mal sagen, bedanke mich bei Sibylle mit Y, bei Max Schautzer, bei Jack White, alias Horst Nussbaum, bei Dr. Axel Neuroth und zum Schluss haben wir die Wildecker Herzbuben, nun, passt mal auf, die Jungs waren so oft noch gar nicht im Fernsehen und haben schon irre verkauft, und zwar ihre neue Platte Herzilein, und die Wildecker Herzbuben verabschieden uns heute aus Dallas. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen und dann wieder aus dem Hotel Intercontinental in Düsseldorf. Auf Wiedersehen.